Guten Tag und willkommen zurück hier bei Cuphead. Es geht weiter in einem Gun-and-Run-Level oder in einem Sprinten- und Ballern-Level, so wie es auf Deutsch heißt. Ärger in den Wipfeln. Los geht's. Und das ist tatsächlich ein Level, an das ich mich noch ziemlich gut erinnern kann. Und was ich auch ziemlich geil fand. So von den, von der Level-Aufmachung her. Obwohl, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wenn ich so gerade drüber nachdenke, eigentlich sind so ziemlich alle Gun-and-Run-Level ziemlich geil. Also ich kann mich kaum an eins erinnern. Ach scheiße, das war dumm. Ja, einfach immer über den Abgrund drüber sprinten. Das ist das Beste. Ich kann mich an kaum eins erinnern, wo ich sage, ja, das war wirklich kacke. Okay, ja, so kann man echt ganz gut durchkommen, wenn man das auf Pazifismus spielen will, das Dingen. Man muss einfach nur die Rauchbombe haben und dann läuft das Dingen. Aber gut, ich habe jetzt schon Viecher weggeballert, also wird das nicht mehr zählen, aber okay. Ist auch egal, wenn das wichtig werden sollte fürs Let's Play. Dann werde ich das natürlich noch nachholen. Beziehungsweise ich werde sowieso privat nachholen. Nur weiß ich nicht wann. Okay, jetzt kommt ein Boss. Das weiß ich. Und den kann ich mich noch ganz gut erinnern. Okay. Immer schön darauf achten, dass man hier nicht die Moskitos wegballert. Also, klar, man kann es nicht ganz verhindern, aber dass man nicht so viele wegballert, ansonsten kann man nicht mehr ausweichen. Und ja, das ist ein ganz entspannter Level eigentlich. Und wie gesagt, auch sehr gut machbar auf P. Jo. Was, glaube ich, noch sehr wichtig ist für ja, die Pazifisten-Runs. Die Parries zählen nicht als Angriff. Also wenn man damit einen Gegner besiegt, das zählt nicht als getroffen werden und auch nicht als Angriff. Also das darf man. Das zählt dann trotzdem, wenn man den Level ohne Gegentreffer abschließt. Nella Nelke in Wilde Flora. Der nächste Boss anscheinend. Und ich fühle mich tatsächlich auch heute sehr gut in Form. Nur finde ich den Boss sehr uncool. Vor allem, weil man halt nur den Kopf treffen kann. Sonst wäre es, glaube ich, nicht wirklich ein Problem, aber dadurch, dass man nur den Kopf treffen kann, muss ich leider so ziemlich die ganze Zeit oben bleiben. Oder ich kann mich auch hier unten hinstellen. Ja, guck mal. Gucken. Ah ja, okay. Wenn die Pflanzen rausgeschossen kommen, dann muss ich natürlich nach oben. Weil ich sonst fett getroffen werde. Ah, ja, ja, okay, nicht zu nah dran, weil sonst die Hände treffen. Also Hände, in Anführungsstrichen. Sind ja auch nur Pflanzenteil, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, komm. Komm, nächste Phase, hallo. Und da habe ich die Ult. Genau im falschen Moment gezündet. Komm, stellen wir uns wieder hier hin. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ja, die Dinger gehen da durch. Okay. Und wir haben einen
eine echt gute Position erwischt gerade. Er hat uns nicht wirklich was treffen können. Autsch. Komm, baller die Dinger mal weg. Und jetzt lasse ich mich leider dumm treffen, nachdem der Anfang so extrem gut war. Hab ich das Vieh gerade gekillt? Das, was da rumgeflogen ist? Weil ich dachte eigentlich, das geht nicht. Man kann das Ding nicht killen. Aber okay, dann werden wir es gleich nochmal probieren. Aber dafür werde ich dann die Waffe wechseln. Dafür werde ich dann nicht die normale Waffe benutzen. Sondern die Kartätsche. Autsch. Autsch. Ja, okay, es geht nur nach einer gewissen Zeit und ich lasse mich jetzt einfach nochmal killen. Obwohl, muss man ja gar nicht, stimmt. Nee, das, das habe ich noch so in, aus Mario Games drin, dass ich mich killen lasse. Aber hier in Cuphead kann man ja einfach den Level neu starten. Was wir jetzt auch direkt machen werden. Ah, Mann, ey. Ich denke irgendwie die ganze Zeit, wenn mich die Samen nicht treffen, dann bin ich quasi durch. Aber nein. Ich muss hier noch die Dinger abwehren. So. Nein, nein, Moment, Moment, der geht nach unten. Der geht nach unten. Okay, machen wir das Ding hier weg. Hallo? So. Ich habe die Controls noch nicht so gut drin. Leider. Aber hey, denke, das wird schon. Ich denke, das wird noch was. Ja, guck mal, jetzt kommen wir auch richtig gut durch. Jetzt schießt er nach unten, genau. Oder er schießt ja nicht, er bewegt sich ja eher nach unten. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Brauche ich nicht so drumherum reden. Okay, das Ding wollte ich jetzt eher nicht benutzen. Oh, Moment, und ich sehe gerade, diese Pflanzenstängel können einen... Ach man, ey, ich bin dumm. Können einen auch nicht wirklich verletzen. Ah, guck mal. Aua. Zumindest nicht, wenn sie noch nicht ganz ausgewachsen sind. Und Alter! Wir waren erst in der letzten Phase. Was zum Teufel? Wie lange geht das denn? Okay, komm. Lass uns hier wieder hinstellen. Und es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass Cuphead auch darauf ausbaut, dass man geduldig sein muss. Hä, wann können wir das singen? Ach so, wenn es sich öffnet. Nur wenn es sich öffnet. Okay, 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 okay. Wir können das Ding anscheinend nur treffen, wenn es sich öffnet. Da bin ich jetzt an diesem Teil hier hängen geblieben. Tough luck, würde ich dazu sagen. Aber gut. Okay, komm. Jetzt wäre nach oben. Mhm, ja. Komm ganz gut durch. Oh, und wir sind in der letzten Phase. Was? Nein. Oh, ich muss mein... jetzt habe ich es ganz verkackt. Zum Schluss habe ich es ganz verkackt. Ach, Kacke, Mann. Oh, okay, denke jetzt sollte ein richtig guter Versuch werden. Jetzt habe ich so langsam raus. Ja, und ich muss auf jeden Fall den Dash öfter benutzen. Da muss ich auf jeden Fall dran denken. Gerade in solchen Situationen. Ach, komm schon, Mann. Und wenn die Samen, diese Strünke da rausgeschossen kommen, muss ich auf jeden Fall auch meine Waffe wechseln. Ich glaube, das könnte uns ganz gut helfen. Jawohl, guck mal. Guck mal, so wird das doch was. Hab mich zwar gerade schon wieder blöd treffen lassen, aber
Gut, da konnte ich nicht wirklich was für. Das war leider... Das war leider fast unvermeidbar. Okay, jetzt hauen wir die Ulti raus. Und leider ist man doch nicht unverwundbar, wenn man aus der Ulti rauskommt. Ich dachte, man wäre unverwundbar, aber nein. Ist man leider nicht. Jetzt schon der Angriff. Okay, interessant. Ah nein, der ist lila. Oh. Ich bin farbenblind. Nein, bin ich nicht wirklich. Aber ich habe mich gerade echt so gefühlt. Weil, Alter, der war lila. Meine Fresse. Nicht pink. Komm, ballern wir das weg. Okay. Schönes Ding. Na, weg mit euch. Ja, schön. Nein, oh Mann, ich bin daneben gesprungen. Das kann es doch nicht sein, Mann. Das kann es echt nicht sein. Komm, hau jetzt ab. Mach jetzt die letzte Phase, Mann. Komm, hauen wir nochmal eine Ult raus. Ich würde gern so langsam den Kack hier nämlich mal schaffen. Okay, wir haben's. Okay, nice. Wir konnten... Nein, nein. Oh, da wächst eine Ranke. Da wachsen Ranken. Und ich habe die... Ich kann die Controls nicht so gut. Leider. Ich komme mit den Controls, mit dem Waffen wechseln. Ausweichen. Dashen. Komme ich leider nicht so gut klar bislang. Das muss ich auf jeden Fall noch bessern. Okay. Ja, schön. Ich fände es ganz geil. Ich fände es ganz geil, wenn mal die Karotten weggelassen werden würden. Na, komm. Jetzt nicht mehr springen, genau, wunderbar. Okay. Schon weg mit den Dingern. Ich dachte, er schießt wieder das, diese komische Kugel da. Weil davon bin ich halt auch eben getroffen worden. Das wollte ich nicht, dass es schon wieder passiert. Aber gut. Pech gehabt. Alter. Okay. Bin ganz gut durchgekommen. Mann. Ich bin zu blöd dafür. Ich weiß echt nicht, warum der Boss mir solche Schwierigkeiten macht. Vor allem, weil er halt noch nicht mal so krass ist. Okay. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir's. Komm. Jetzt muss ich mich etwas konzentrieren. Also sorry, falls ich jetzt etwas weniger reden sollte. Na, machen wir das noch weg. Okay, schön. Ja, komm. Ja, wieder unten. Dann bleiben wir ja einfach stehen. Bisschen Ulti rauskloppen. Ah, Mann, ich wollte springen. Aber wollte mich nicht springen lassen. Und hier, ganz ehrlich... Hier verzichten wir mal auf die Kartätsche. Außer wenn wir nach hier vorne gedrängt werden. Aber wir müssen ziemlich weit hinten stehen. Und am besten ist es auch, wenn man die ganze Zeit in der Mitte steht.
Nein, was tue ich? Falscher Knopf. Oh mein Gott. A walk in the park und Porcelain Power. Hätte die Ulti nicht gereicht, hätte ich erstens das Achievement nicht bekommen. Was ziemlich cool ist, dass ich es bekommen habe. Ich habe mir die Achievements nach dem zweiten Part habe ich mir die Achievements etwas genauer angeschaut. Deswegen weiß ich, wofür man das bekommt. Und zwar, wenn man mit der Ulti, also mit der krassen Ulti, also der voll aufgeladenen, wenn man alle Karten hat, wenn man damit den oder einen Boss tötet, dann bekommt man das Achievement. Nella Nelke Seelenvertrag erhalten. Nice. Und außerdem, wenn das nicht gereicht hätte, hätte ich den Boss auch neu machen müssen. Aber okay, es war tatsächlich auch der letzte Boss dieser Welt. Jetzt geht's weiter ins Würfelhaus. Zu König Würfel. Warum sind da alle... Moment. Warum sind da alle... Ach so, Moment. Stehen die 5 nur für... Okay, ja. Sorry, ich dachte gerade, die 5 wären die Welten, die man abgeschlossen hat. Aber nein, die 5 Zahlen hier. Genau hier. Geil. Schön, dass man drauf zeigen kann. Sind für die Bosse, die man besiegen muss. Okay, interessant. Na, hast das? Ihr Jungs habt den Schultern ja gehörig angeheizt. Ihr könnt weiter zur nächsten Insel. Da wartet noch viel mehr Arbeit auf euch. Okay. Ja, dann gehen wir, würde ich sagen, ne? Tintenfassinsel 2. Oh, wartet, Jungs. Ein Glück, dass ich euch eingeholt habe. Vielleicht kenne ich einen Ausweg aus eurer Misere. Mein lieber Scholli, echt? Ihr macht euch. Bald könnt ihr es mit dem fiesen König Würfel aufnehmen. Vielleicht sogar mit dem Teufel. Oh, nein! Mann, oh Mann! Echt jetzt? Das hört sich voll ironisch an. Allerdings, aber ohne die Seelenverträge könnt ihr gegen den Teufel nichts ausrichten. Nur dann habt ihr eine Chance, diesen Fiesling zu besiegen. Tut das Richtige, wenn es soweit ist. Okay. Meinst du nicht, du kennst einen Ausweg aus unserer Misere, also aus unserem Problem? Aber okay. Dann halt nicht. Okay. Hier unten ist unsere Stats. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. In all euren Kämpfen und all meinen Reimen wurdet ihr 15 Mal zu Gebeinen. Zu Gebeinen? Okay. Ach so, nee. Ah. Okay, ich dachte... Zu Gebeinen. Ich dachte, man könnte hier so die generellen Stats abrufen. Aber nein, man kann hier nur die Tode abrufen. Okay, ich denke, dann werden wir nochmal am Ende des Let's Plays dort reinschauen. Und hier können wir jetzt nur Bosse machen. Ich wollte eigentlich noch ein Run-and-Gun-Level machen. Gutes Timing, Leute. Ich habe eure Flugzeuge gerade ein bisschen aufgemotzt. Jetzt könnt ihr Bomben auf eure Gegner schmeißen. Wechselt einfach die Waffe, wenn ihr Lust dazu habt. Probiert sie mal aus. Eure Flugzeuge sind jetzt mit Minibomben bestückt. Ihr könnt die Waffe jederzeit im Kampf wechseln. Okay, gut, dass wir mit ihm gesprochen haben. Weil ich glaube hier, das hier ist nämlich ein Fluglevel. Und hätten wir das gemacht, bevor wir mit ihm sprechen, glaube ich, dass wir die Bomben nicht gehabt hätten. Und ich hätte auch nicht mehr dran gedacht. Also, ja, gut. Was soll's? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt?
Ich glaube, Leute, ich belasse es erstmal hier bei dem einen Boss, den wir geschafft haben. Ist natürlich jetzt kacke, dass ich so lange dafür gebraucht habe. Aber gut. Was willst du machen? Obwohl, wir haben... Komm. Wir machen einfach noch den. Ganz ehrlich, wir machen einfach noch den. Ich möchte nicht einen Boss in einem Part haben. Ich denke, ich sollte sie unter 10 Minuten schaffen. Muss ich erstmal die Waffe besiegen? Aua. Okay. Muss anscheinend erstmal die Waffe besiegen, bevor ich weiter darf. Oder bevor ich das Schloss angreifen darf. Ja, okay. Ich weiß... Ah! Ich weiß leider nicht mehr, wie alle Bosse funktionieren, aber wie gesagt, das sollten wir nach und nach hinbekommen. Und einen Moment. Ich glaube, wir müssten mal kurz... Oh, dein Ernst? Oh, ist das ein Bullshit. Ja, okay. Komm. Mach hin. Ah, Moment, jetzt ist er jetzt zur Seite gerückt? Mensch, Leute, danke, dass ihr hier alles in Ordnung gebracht habt. Vielleicht kriege ich ja jetzt genug Knete für meine kaputte Klinge zusammen. Ich will gerade davon sprechen, ich sollte wieder zurück an die Arbeit. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ja, das stimmt. Hallo? Ah, jetzt. Okay, ich habe den Schussknopf gedrückt. Oder man kann vielleicht auch den A-Knopf. Ist es A? Ja. Vielleicht kann man auch A drücken. Ich weiß es nicht. Aber man muss auf jeden Fall ganz nah an der Münze stehen. Moin. Wir kaufen uns den Jäger. Und ja, das war's erstmal. Ich denke, wir sollten uns auf jeden Fall den Jäger dazu holen. Denn... Ich werde gleich erklären, was der macht. Am besten zeige ich ihn direkt im Level. Ja, komm. Weiter geht's. Da kann man es nämlich am besten zeigen. So, aber zuvor... Bevor ich da reingehe, muss ich das natürlich wechseln. Und jetzt können wir rein. So. Dann lassen wir machen. Und zwar ist der Jäger Auto-Aim, der wollte auf Taschen drücken, aber ja. Wie gesagt, ich habe die Steuerung noch nicht so gut raus. Der Jäger ist Auto-Aim und trifft immer ein Ziel. Es ist, glaube ich, das Nächste, was zu einem steht. Okay. Hier haben wir die Wunderkugel. Sehr schön. Also muss es nicht immer sein, dass es das trifft, was man treffen will. Also aufpassen. Vernünftig hinstellen. Und dann kann einem diese Waffe sehr von Nutzen sein. Ah, okay. Ich glaube, ich schnall gerade wieder, wie das Ding hier funktioniert. Der liegt immer in einer 8. Das ist eigentlich der einfachste. Schade, dass ich das hier so verkackt habe mit dem. Aber gut. Ich denke, ich werde es trotzdem erstmal weiter probieren. Boah, Alter. Boah, der Kaugummi-Automat. Was ist eigentlich mit dem? Rennt der immer zu einem hin? Oder kann es auch mal sein, dass er... Oh, ja, nee, falsche Formulierung. Oder ist es so, dass er... Ach Mann! Ja, das war jetzt aber auch unlucky. Oder ist es so, dass er einfach in der Mitte rumläuft?
keine Ahnung. Wir werden es vielleicht gleich erfahren oder vielleicht auch gar nicht. Je nachdem, ob wir ihn nochmal kriegen. Oh. Und ich würde sogar sagen, das ist der einfachste. Obwohl, das kommt, glaube ich, an auf die Phase drauf an, ne? Okay, nee. Der Kaugummi-Automat läuft nur in der Mitte rum. Okay. Ja, gut. Dann habe ich das leider missinterpretiert. Mit dem Dingen. Und für den hätte ich sogar die Waffe wechseln können. Auf die Standardwaffe. Und wieder diese hässliche Kackwaffe. Okay, aber solange sie von uns wegbleibt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Okay, sehr gut. Hauptsache, die Waffe geht nicht in die Mitte, weil dann haben wir nämlich ein Problem. Wenn die dann auseinanderberstet, dann werden wir mit großer Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit, besser gesagt, getroffen. Alter, okay. Okay, schön. Schön. Komm, machen wir gut. Ach, scheiße, Mann. Kacke, jetzt Ulti. Okay, wunderbar. Dann haben wir es doch noch geschafft. Ich mich in der letzten Phase noch mal zweimal treffen lassen habe. Oh mein Gott, dumm. Aber okay, es reicht. Wir haben es geschafft. Puh. Cuphead. Baroness von Bonbon, Seelenvertrag erhalten. Sehr schön. Dann haben wir auch noch einen zweiten Boss in diesem Part geschafft. Das freut mich sehr, weil einer wäre echt etwas schwach gewesen. Gut, dann geht's beim nächsten Mal hier bei einem ebenfalls sehr wilden Boss weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao. Chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.